ganz kurze Zwischen, also nein, zwei kurze Zwischensachen. Einmal, als du nur halt erklärt hast, wie das Spiel so aufgebaut ist, für die, die es eben nicht wussten, ging mir durch den Kopf, das klingt exakt so wie Viva Piñata, was ich ja neulich wieder angefangen habe. Ja, ist es ja auch. Es ist genau das gleiche Spielprinzip. Und die andere Sache, wo ich gerade von Dark Souls redete, ich habe ja mit Dark Souls 2 angefangen, ich hänge so hart fest. Es gibt einen Bosskampf, an dem ich mich jetzt irgendwie seit mehreren Wochenenden, an die ich hier bin, immer wieder die Zähne ausbeiße und verzweifle. Ans andere Gebiet kann ich nicht vorbei, weil ich da ein Item brauche, was ich aus dem Gebiet brauche, wo ich am Boss nicht vorbeikomme. Und das nächste Gebiet sind die normalen Gegner einfach viel zu hart, um sie für mich zu killen. Das ist so. Fuck. Ja, aber irgendwas wollte ich noch erwähnen. Warte mal, lass mich. Stardew Valley wahrscheinlich. Ja, klar, aber was zu dem Spielprinzip? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, jetzt hast du mich rausgebracht. Toll! Toll, Tut mir Alex! Jetzt leid. bin ich Jetzt ist raus! er raus, ey. Jetzt muss ich mich mit Löwenkindern auseinandersetzen. Musst du die Ruin Sentinels, Ruinenwächter, für beleidigen? Ja. So goldenen Scheißdrecksviecher. Ja, es ist halt schwer, da irgendwie eine Balance zu finden. Ja, gut. Ja, natürlich. Klar. Das hast du halt bei anderen Spielen auch. Genau, beispielsweise Parallele wollte ich ziehen zu WoW. Weil bei WoW ist es halt so, das Hauptspiel an sich, also die ganzen, ja, das Universum sowieso ist halt Bombe, ne? Das macht halt alles Bock, die Storys sind geil, die da erzählt werden. Viele einzelne Geschichten, die zu einer großen zusammengefügt werden. Ist halt einfach cool gemacht. Nur bei WoW ist das Problem, die haben ja momentan dieses. Das Spiel nimmt so sein Ende, weil es wird halt jedes Mal ein neuer Patch, also jedes Mal eine neue Erweiterung gemacht mit einer neuen Klasse, 5 bis 10 neuen Leveln. Und das war's dann im Endeffekt. Dann geht's wieder in den PvP. Das ist auch nicht schlimm. Aber für normale Spieler endet es halt schon nach dieser Hauptstory. Das ist Weil, ja, was wir mit Destiny sehen. genau, dieser PvP ist einfach viel zu hart. Also wirklich, es ist halt professionell schon wieder. Wenn du da als Gelegenheitsspieler rangehst, der auch gut Level, Max-Level erreichen kann, ohne Probleme und auch gute Ausrüstung kriegt aus dem Raid. Oder nicht aus dem Raid, sondern aus dem Dungeon. Aus dem Raid ist schon mal wieder was anderes, weil aus dem Raid musst du halt wirklich Gilde machen. Das auch wieder. Ja, ich habe keinen Bock mehr zu spielen, weil mir das Spiel zu schwer wird in der Endinstanz. Wenn du nicht die Zeit hast. Das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, beziehungsweise die Ja, Schande. das ist ja, was mir aufgefallen hat, als ich wie auf dem Private-Server gespielt habe, wo ich dann tatsächlich einen sehr netten Clan gefunden hatte, den mit Teamspeak und allem gemacht haben. Es ist so, du kommst nicht sehr weit in vielen Sachen. Also, du möchtest halt gerne die Welt erkunden, dann findest du auf einmal so ein Dingsbums, was dir nicht näher erklärt wird, wo irgendwie Gegner mit einem goldenen, ich weiß gar nicht, was, ich glaube, es war einfach ein goldenes Zeichen davor, und dann kannst du sie nicht mehr killen. Und dann fragst Ja. du eben deine Clanmates, ob sie dir helfen können. Und dann mobben sie den gesamten fucking Raid oder Dungeon oder was auch immer und one-hitten alles und ist so. Das ist jetzt auch nicht das Wahre. Aber alleine kann ich es auch nicht. Also, das Problem ist, da hat sich WoW ziemlich gewandelt. Also, ich kenne es ja von Anfang an. Ich habe es ja damals auch zu Beginn gespielt mit, aber auch halt wirklich semi-professionell, da hatte ich ja noch keine Ahnung. Da habe ich eine Klasse genommen, weil Sieht ging cool aus. einfach, ne? So Also. nach dem Motto, ging einfach. Hatte keine Ahnung, ich habe immer schon brachiale Schwertkämpfer gemocht, also pam, nimmst du Krieger, Ja, passt. das ist ja das Übliche, was wir haben. Ich mag meistens Mages, Passo irgendwie Schurke, du meistens Krieger. Ja, und WoW war halt damals sauschwer. Also es war wirklich sauschwer, weil du musstest die Quest-Dialoge, die halt ewig lang waren, lesen, um herauszufinden, wo du hin musstest. Es gab keine Quest-Pfeile. Du musstest lesen, Wald von Elwin, unter der Brücke von bla 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 befindet sich der Murloc sowieso, finde den, töte den, schlag dem den Kopf ab und so. Und das hat halt diesen Spielreiz ausgemacht, weil du hast dich wirklich mit dieser Spielwelt auseinandergesetzt. Mittlerweile, wenn du WoW neu anfängst, ist so, alles klar, bitte gib mir alle Quests, die ich finden kann. Ich arbeite die ab in einer geraden Ja. Linie, da kriege ich EP, dann sobald ich Fand genug. ich ganz kurz, fand ich unglaublich erstaunlich, als ich mich eben auch mit WoW, hier ist ein Enderman übrigens, gesehen habe. Es gibt ein Programm, was du eben wirklich AFK laufen lässt und es levelt dich dann auf Max-Level, weil es eben mit Scripts, Questfallen und sonst ein Scheiß geht. Das macht die Quests für dich, killt Gegner, rennt in der Welt rum. Das ist erstaunlich, wie automatisiert dieses Spiel ist. Ja, das ist das Problem. Und damals war halt wirklich, ne? 10 Tage Regen, wenn du da was nicht gefunden hast, so nach dem Motto, weil du ewig gebraucht hast.
Und es war halt einfach alles sau schwer, weil da war halt ein Gegner, wirklich ein Gegner. Und wenn du es weiter dazu gekommen hast, hast du es dir überlegt, ne? Ob du da noch weiterkämpfst oder um dein Leben läufst. Und das war halt so, Wald von Elwin war halt dieses Startgebiet da für die Menschen, wo halt ich und mein Vater Ewigkeiten verbracht haben. Wildschweine killen, für Max. Nein. Das ist wiederum eine andere Geschichte. Die erzähle ich allerdings nicht. Ja. Und naja, da waren halt auch noch passive, ne, Monster, das heißt, die haben eigentlich nichts gemacht an sich, wenn du sie nicht angegriffen hast. In Westphal ging das dann halt erst richtig los. Da war halt so, da warst du Level 15 oder so, ne, gingen die Monster schon auf dich los, aber es war halt groß und geräumig, deswegen hast du alles gesehen und konntest das abschätzen, okay, da sind zwei, da ist allerdings noch ein anderer Spieler, wenn der mir vielleicht hilft, was eigentlich alle gemacht haben immer, ne? Alles cool. Schrecklich. Hast du wunderbar hast du dann noch hingekriegt. Aber sobald du dann in diese Schattenlände oder wie die hießen, gekommen bist, es war dann so Wald und so und irgendwelche Gruften und ähnliches, da war dann allerdings Halleluja, ne? Also Wölfe, die dich angesprungen haben, Ghule in irgendwelchen untoten Minen, da kamen dann 3, 4 oder so auf dich zu und dann bist du halt meilenweit, ne, also geflogen und verreckt und was weiß ich nicht. Und ab 15 gab es dann ja auch Instanzen. Oder ab 20, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die haben es auf 15 runtergezogen, damals war es auf 20. Du hast nicht mehr daran gedacht, mit 20 in diese Instanz zu gehen. So nach Motto, weil das Loot war halt wirklich episch damals. Und diese Instanz war halt einfach sauschwer, weil da gab es nur Gegner, 4, 5 Gruppen, die da auf dich zukamen. Und das hat man selbst mit 4, 5 guten Spielern nicht hinbekommen. Ne, da musstest du schon richtig gute Leute dabei haben. Und mein Vater hat Ewigkeiten für diese Instanz gebraucht und so den ganzen Kram. Und dann hat er eine Zeit lang ausgesetzt, dann hat er es wieder gespielt. Also er hat ja bis Wrath of the Lich King hat er gespielt im Endeffekt. Danach hat er so ein bisschen ausgesetzt. Mit Mist of Pandaria, glaube ich, wieder richtig angefangen. Da, weißt du, dann gehst du da rum, hast einen Elite-Gegner, den du damals nur mit 2, 3 Leuten gemacht hast. Ne, puff, haust du auf die Fresse, fertig, ist Quest erfüllt. Kriegst wieder 10.000 DP, so nach dem Motto. Ja. Oder dann hast du auch jemanden, ne? Kommst halt selbst nicht klar, weil du nicht so gutes Equipment hast. Hast da jemanden, wo du dir so denkst, alles klar, mit dem gehe ich mal mit, ne? Ich muss ja nur nach da hinten hin. Der hilft mir schon, dann schlägst du da mit dem rum und auf einmal beleidigst er dich auf heftigste und sagt, dass du aufhören sollst, hier XP zu griefen. Genau, da wollte ich einen Kommentar darüber einbringen. Ja. Was uns ja in so, also in den Zeiten, wo wir immer mal wieder Nostia gespielt haben, was ja, wir so das ging richtig hart. Ja, das Kill-Stil, XP-Ganken, es ist. Wow, hör auf, das zu schlagen, ich bin hier. Das hat ist nichts halt mehr mit so. Massive Online, das war gut übersetzt. Ja, MMO. Das hat nichts mit dem sozialen Aspekt zu tun. Nee, das war halt, und das war halt in WoW damals ganz anders. Da war halt wirklich so, boah, danke, dass du mir noch geholfen hast, ne? Bin voll froh, dass ich das gerade noch geschafft habe. Wäre fast abgekrepelt und mittlerweile. In Destiny hatte man das tatsächlich. Ja, da hatte man das auch. Ja. Weil da ging es ja eh nicht darum, irgendwie was zu teilen, weil du hast ja eh alles separat gekriegt, was eigentlich auch das Vernünftigste ist. Und eben nach den ersten 2 Quests war es sozusagen, war EXP an sich kein Problem mehr. Ja, ja, das stimmt, DPS. Weil es dann noch Lichtlevel war. What the fuck, ich glitch rum. In Stufen zu stehen, während sie gebaut werden, ist sehr witzig. Ja, das ist nicht gesund, habe ich so das Gefühl. Was will das scheiß Skelett denn hier jetzt? Komm, verreckt. Ja, so. Alter, grief mir nicht meine Quest. Verpiss dich. Mann. Kinners, ey. Das hier mit ohne Questfall, das erinnert mich auch voll an Morrowind. Ja. Ich hatte nämlich, also, es war so das erste Elder Scrolls, was ich gespielt habe. Früher, ja, noch mit meinem Bruder. Und da gab es dann auch keine Questpfeile und wir haben dieses Spiel nie richtig gespielt. Wir haben dann einfach bei Spieletipps damals dann, okay, wir nehmen uns Cheats und los geht's. Und fertig, ja. Ja. Dann hatte ich ja, also, weiß nicht, dann hatte ich mir irgendwann nochmal neu geholt. Also ist jetzt noch gar nicht so lange, ja, 2, 3 Jahre. Und dann habe ich eigentlich eher so gedacht, okay, wir waren damals einfach nur zu blöd, dieses Spiel zu spielen. Aber nein, es ist richtig anstrengend, die Scheiße herauszufinden, wo du hin musst. Also ich bin hier wirklich ein Fan davon und ich lese ja auch wirklich, was in Questdialogen sonst ein Scheiß steht. Aber also erstmal so Sachen, wo eben, das Problem ist, wenn so Spiele eine eigene Art haben zu sprechen, so unter der Brücke im Fernen findest du den grün gewandten Krieger.
Das ist so extrem spezifisch in dem Land der Brücken, wo alle grün tragen, dann weißt du genau, wo du hin musst, von dem Motto. Ja, natürlich. Aber hey, nach Irland. Ja, das sind so textstarke Spiele. Ja. Also, ich habe ja ESO, als wir das noch hart gespielt haben, habe ich wirklich, also ihr kennt mich ja, ich lese Spiele, Dialoge, ich habe fucking Monster Hunter für die Story gespielt. Ja, was ich habe in ist. ESO einfach irgendwann durchgeklickt, weil das ist so, ja. Nee, das ist selbst für mich zu viel. Ja, also das Ding ist halt, aber es hat sich auch gewandelt, ne? So viele Spiele, die man jetzt spielt, denkt man sich so, ja, scheiß auf die Story, ne? Das Gameplay ist geil. Beispielsweise Destiny, ganz ehrlich, mich hat die Story hat mich nicht gejuckt. Die Story hat mich extrem interessiert, sie war nicht da. Ja, das war das ist es, ja, weil du hast mitbekommen schon so in der Demo, okay, Rasmodius, ne, komischerweise oder so, bist auferstanden. Ja, meine ich ja, Rasmodius. Oh ja. Könnte interessant werden, so nach dem Motto, ne? Hast du dir so gedacht? Kriegsgeist der Erde, letzte überlebende KI, Cortana. Und dann hat sich, also sobald du auf die Venus gekommen bist, kein Scherz, das hat sich total verflogen. Das war weg. Diese ganze Story war auf einmal verschwunden und du hast so gedacht, so, war da jetzt, ach scheiß drauf, es macht doch Bock, die Viecher einfach abzuknallen, mach ich jetzt, ne? Dann kommt es in ein paar DLCs wieder, aber auch da ist es nur, er wird, ich weiß nicht, ich gehe einfach hin, guck nach. Ja. Und das ist halt schade. Das ist halt wirklich schade. Und daher kommt das auch, dieser Trend, dass man Spiele macht, die einfach vom Gameplay her, so wie du sie spielen kannst und mit wie vielen Leuten, mega Bock machen, weil sie unterhaltsam sind. Aber die Story ist halt sowas von der Arsch. Deswegen, die Questdialoge sind dann einfach scheiße geschrieben, die hören sich nicht mehr an, erzählen keine gute Geschichte und du klickst den ganzen Kack einfach weg. Ja. Und umso dankbarer bin ich für Indie-Entwickler oder kleine Developer, wie beispielsweise der Delic Entertainment, ne, die ja Harvest neue Augen rausgebracht haben. Deponia. Ich habe ja, also ich habe mir das erste Video von Gronkh angeguckt für Harvest neue Augen. Danke dafür, dass er das gemacht hat, weil ich habe selten ein so tolles Spiel gespielt. Es hat mich einfach gefesselt, weil diese Art, wie es gezeichnet war, wie die diese Geschichte erzählt haben, es war halt jetzt nicht total raffiniert mit super krassen Plot-Twists oder so, aber es war so liebevoll, ne, wo du so in diesem Spiel standst und teilweise dir gedacht hast, ich will gar nicht zum nächsten Quest gehen, ich möchte mir dieses Feeling nochmal reinziehen, ne, ich möchte einfach so durchatmen einmal, und das hast du in ganz wenigen Spielen heutzutage. Was mir gerade durch den Kopf ging, ist ja, in vielen Spielen hat man es ja irgendwie, dass so bestimmte Sprüche so ein Meme werden, einfach weil sie absolut abgedroschen sind. So zum Beispiel von Destiny aus der Beta, That Wizard came from the moon. Ja. Weil es einfach komplett schwachsinnig. Aber zum Beispiel mit Harvey, was wir ja eine wirklich sehr lange Zeit hatten, die Idee war gut. Aber die Arme waren zu kurz. Ja. Und das ist ja nicht, weil es komplett abgedroschen ist, sondern weil es, das ist geil. Ja. Das ist einfach, und das ging mir gerade durch den Kopf, da merkt man eben, Indie-Developer, also nicht das zu sagen, dass kommerzielle Spiele Developer sich nicht um ihr Spiel kümmern, aber Indie-Developer stecken da ihr Herzblut rein. Für die ist das ihr Lebenswerk. Ja. Für kommerzielle Programmierer, oder zumindest ist das den Anschein, den man mit vielen AAA-Titeln in der letzten Zeit bekommt, ist einfach, es ist ein Job für sie. Sie machen es halt. Ja, ja, das stimmt. Also das, ich muss wirklich sagen, das letzte große Spiel, was mich gefesselt hat, wo ich gesagt habe, boah, 2-3 Tage durchgespielt, fertig, geile Story, unbedingt, das war Alan Wake. Das war das Letzte, wo ich gesagt habe, boah, das war genau die richtige Mischung aus Action-Erzählung und Horror, beziehungsweise richtig Horror war es ja nicht, so mehr Thriller, ne? Es hat diese etwas halbwegs gruselige Geschichte erzählt und das so toll gemacht, dass du richtig Lust hattest, dieses Spiel zu spielen. Und diese Geschichte fortzusetzen, weil der Protagonist einfach so toll war irgendwie. Also es wurde, also ich meine zumindest, dass es in der Kritik relativ auseinandergenommen wurde, was ich schade fand, weil das passiert mit vielen Filmen oder Spielen, die ich gut finde. Das geht mir aber auch so. Also viele Spiele, die ich verdammen würde, weil es einfach komplett belangloses Gelaber ist, innovativ. Ja, ist halt wirklich so. Beispielsweise auch Titanfall, ne, wurde ja hoch kritisiert. Es war für mich 10-mal besser als Call of Duty. Ja. Ich muss es einfach so sagen, es war 1000-mal besser als Call of Duty. Also, das weiß man, ich
bin ja wirklich kein Spieler, der hard raged. Werde ich eher depressiv, weil ich meinen Bogen verliere. Aber in COD hat mich so schnell und so hart aggressiv gemacht, dieser Multiplayer. Das ist erstaunlich. Titanfall ist das gleiche Prinzip, hat aber irgendwie alles besser gemacht. Was wir ja lange vor Deadly Foxes war, aber dieses Mal, wo ich vom Gefühl her war dieses Match echt gut und wo ich dann irgendwie der schlechteste Spieler war. Ja, aber es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Ja, ich hatte Spaß dabei. Ich war scheiße, bin höchstwahrscheinlich immer noch scheiße. Ich bin nicht gut in kompetitiven Team-Shootern. Gut. Aber ich bin nicht der Schlechteste, aber es ist halt auch nicht der Beste, aber das macht Spaß. Ich finde das Spiel super. Ja. Ist halt und das, echt. Das sind Sachen, die so COD, du wirst einfach nur wütend. Da war kein Spaß mehr dabei. Also, wir hatten zwar auch damals, als wir haben ja relativ hart Modern Warfare 2 gespielt. Ja, MW2, richtig hart. Da war das aber auch irgendwie noch anders. Vom Gefühl her war die Community anders. Du hast das gespielt und da war halt auch die Story war noch, das war auch so Kritik, ja, die war auch schon verwirrend in Warfare. Ja. Aber weißt du, die Kritik hat die Story komplett auseinandergenommen. Die haben gesagt, du kaufst dir dieses Spiel nur wegen dem scheiß Multiplayer, weil die Story war total kacke. Kein Scherz, ich fand bei Modern Warfare 2, das war mit die beste Story, die sie hatten an sich. Ja, also weil die Charaktere cool waren, wirklich alle cool waren. Da hat keiner genervt. Also so klingt, COD-Spiele finde ich tatsächlich gut wegen der Story. Battlefield 3 habe ich mir ausschließlich wegen dem Multiplayer. Ja, Battlefield 3 war auch. Battlefield 3 haben wir auch richtig hart gesucht, aber den Multiplayer. Ja. Wo wir dann, das Einzige, was ich mich daran erinnere, ist, dass wir es einmal einfach, weil wir irgendwie nichts zu tun hatten, Passo und ich, und wir es einfach mal wieder probiert hatten. Und wir haben uns in den Lobby gesetzt und einfach, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Das ist anders. Ja. Das ist eben so, manchmal ist man dann halt einfach raus. Ja, das ist halt immer so etappenweise manchmal. Es ist halt, ich weiß nicht, es ist komisch. Es geht so in eine Richtung, wo ich es nicht möchte, dass es da geht. Bei Call of Duty merkt man es ganz hart. Also bei Call of Duty wirklich. Ich war vom letzten Teil tatsächlich sehr enttäuscht. Was war letztlich? Nicht nur die Spiele an sich, sondern einfach auch die Community. Jeder hat, oder 70% der Spieler haben jetzt einen SCAF-Controller. Und was ist das? Rapid Fire-Dinger? Ja, so ähnlich. Ah. Nur, dass du unten an Controller zum Beispiel noch Tasten fürs Messern hast, dass du da schneller hinkommst oder sowas. Oh Gott. Also wirklich, die letzte Millisekunde noch rauszuziehen. Und das finde ich einfach, das brauche ich nicht. Das ist lächerlich, ja. Zumal, wenn man es nicht hat, ist man halt wirklich, man merkt es, dass man das nicht hat. Ich meine, ich habe jetzt einen Standard-Xbox-Controller und. Naja. Aber ich habe auch Black Ops, also ich habe allgemein Call of Duty viel zu lange nicht gespielt, als dass ich da jetzt noch gut sein würde. Ja, und das ist halt das Problem, ne? Damals hast du auch nach 2 Wochen Urlaub, konntest du das Spiel noch spielen und warst halt noch halbwegs gut. Mittlerweile, du kriegst ja gar keine Schnitte mehr. Ja. Du gehst ja ständig, wirklich ständig, nur noch mit einer KD unter 1-0 raus. Immer nur. Das ist halt echt krass. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich wieder Hut ab vor Blizzard. Ich liebe sie ja für alles, was sie machen. Verständlich, ist eine großartige Firma. Ja, die haben das mit Overwatch nicht halbwegs gut hinbekommen, sondern sie haben es richtig gut hinbekommen. Ja. Dieses Spiel ist halbwegs teambasiert, also man kann es auch so ein bisschen so solo spielen an sich, wo man sagt, okay, ich. Was mich extrem fasziniert hat, ich bin ein Fan von Total Biscuit, was eben einer der Steam-Kuratoren ist, hat leider Krebs, aber macht eben auch YouTube-Videos. Sie hat ein irgendwie 40-Minuten-Video über die Ethik und Nicht-Ethik von Overwatch-Ingame-Käufen, also diese Lootboxen oder was das waren, gemacht. Und was mich sehr fasziniert, was sie aus dem Video mitgenommen hat, ist, dass man im Spiel die Helden wechseln kann und muss. Und ja, soll, ja. Das soll. Und das finde ich erstaunlich, weil das ist so, alles, was ich aus diesen MOBA-Dingern bis jetzt mitgenommen habe, ist, du findest sozusagen einen Main-Hero und den hast du dann. Und Overwatch ist, du spielst, was dein Team braucht, oder du bist dafür schuld, du bist daran schuld, dass alle untergehen, du Arschloch. Nein! Nein! Das hat mich extrem fasziniert, aber zurück zum Text. Ja, also es ist, aber es ist kein MOBA-Shooter, das muss man leider sagen. Also es ist kein MOBA-Shooter, nein? Nee. Nein, du kannst es nicht mit einem MOBA gleichsetzen, weil bei MOBA hast du halt nur diese Aspekte,
Lane Soaking, genau, dann Leveln, dann keine Ahnung, bei den normalen klassischen Dinger hast du noch einen Shop oder so. Das hast du dann nicht. Das ist mehr ein Team Fortress, aber ja. Es ist ein sehr gutes Team Fortress. Ach so, okay. Also sie haben den Dings nicht neu erfunden, aber sie haben es sehr gut gemacht, wirklich sehr gut. Halt das Blizzard üblich. Sie nehmen ein entstehendes Konzept und treiben es auf die Spitze. Ja. Und was ich halt auch wieder so faszinierend finde, nach all dem, was sie sich mit World of Warcraft aus der Nase gezogen haben, mit Charakteren, die man so haupttechnisch kennt aus den Spielen, die man lieben lernt, ne, so Thrall oder Arthas. Also ich fand ja Arthas, auch wenn er meistens als verwöhnter Kronprinz im Internet dargestellt wird, ich finde seine Geschichte geil. Ich habe die Warcraft 3 Expansion mit sie, was ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber halt die sich um die Untoten. Ich habe die Untoten-Kampagne so oft gespielt, einfach weil ich Arthas als Charakter geil finde. Ja, und dann halt auch beispielsweise Illidan, der ja auch immer so, scheiß Illidan und niemand mag ihn und so und der ist doch nur scheiße. Achso, you are not prepared, ja. Genau. Einfach mein Lieblingscharakter. Und also spielerisch wie auch einfach von der Geschichte her. Weil er sich irgendwie doch, finde ich, also das ist so eine ewig lange Diskussion, er hat sich für sein Volk geopfert, das sehe ich so. Also er war derjenige, der verraten wurde. Aber gut, okay, dazu was, ne, andere Sache. Und bei alledem, und dann auch noch StarCraft und Diablo, die es auch noch Geschichten erzählt, schaffen sie es tatsächlich, ein Spiel rauszubringen mit 21 Helden, wo jeder einzelne Held eine eigene Hintergrundgeschichte hat. Und die ist gar nicht mal doof. Das ist ja das Wahnsinnige an der Sache. Das ist toll, dass man diese Cinematic-Trailer dazu hat, weil du tatsächlich diese Geschichten nochmals dann von diesen Charakteren kennenlernst und die einfach super sind. Ja. Also ich habe jetzt schon wieder meine Lieblingscharaktere gefunden, die beiden Asiaten da in dem Spiel, Hanzo und Genji, die ihre Ehre da wieder herstellen müssen, die Brüder sind. Was auch schon wieder ein fucking Meme geworden ist. Ja, es ist total geil. Es ist total geil, es ist einfach nur super. Es ist ein Discord-Ladescreen. Das sagt viel. Ja. Aber, ja, das ist zum Beispiel auch, ich habe ja YouTube-Werbungen an, weil ich meine YouTube unterstütze, aber grundsätzlich skippe ich sie nach 3 Sekunden. Mhm. Braun soll an dieser Stelle gesagt sein. Aber die Overwatch-Sache mit eben diesen 2 Drachen habe ich mir komplett angeguckt. Ich habe kein Interesse am Spiel in dem Sinne und ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, aber das war geil, das hat mich interessiert. War cool. Würde ich nochmal machen. Ja. Ja, das ist halt schon irgendwie cool gemacht. Ah.